Moin Leute, herzlich willkommen auf The Valley. Sind wir in Form? Ja, mein Ford hat keine Motorhaube mehr. Ich habe ihn geupdatet, jetzt ist sie weg. Ich muss den gleich in meine Garage fahren. Kann passieren, ne? So, lange Rede gar keinen Sinn. Es ist nicht viel zu tun hier. Es ist ja wie in den meisten Projekten. Viel Brackelei hin und her fahren. Eigentlich müssen wir mähen, aber dafür haben wir ordentlich ein Schlepper, ne? Wir sehen, müssen jetzt mal gucken, wie wir da den kriegen. Das ist, selbst wenn der keine Motorhaube mehr hat, ich finde das irgendwie cool. Fabrik in France. In France? Franz, Mann, macht Glas? Wir sind ja auch in France. Schickram, Schickram. Ja, zu tun haben wir eigentlich genug, aber ist auch alles erst laufen. Warte auf mein Puma. Dann müssen wir auch gleich noch umgehen kommen. Ich habe den Wagen hinten schon umkonfiguriert, dass wir da irgendwie gleich schwuppidiwupp ein paar Ballen mitnehmen können. Weil die Droschen ist fertig. Das habe ich gemerkt, Leute. Hier kommt der Puma. Hegeler. Siehst du, Wagen hinten konfiguriert. Ne? Ich führe da eben hin, ne, zum Dreschkasten. Da sind nur 6000 Liter drin, ne? Dann müssen wir auch einen Dreschkasten einsetzen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen dann. Ich habe keinen Plan. Und davon eine ganze Menge heute wieder, ne? Das ist immer bei mir so, ne? Die 63 müssen wir auch noch. Ja, fahren wir jetzt da hin. Ist ja unsere Fläche, ne? Ich hoffe. Haben wir das schon gedüngt? Nee, ne? Die Sorghumhiese haben wir auch noch nicht gedüngt, ne? Wir müssen noch düngen hier. Oh, 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 oh. Die ist ja auch noch nicht gedüngt. Leck mich fett. Guck mal, hier hat auch die passende Jacke an, ne? Passende Hose. Von wegen Wetter und so. Das läuft. Richtig? Richtig. Der kommt gleich, da warten wir noch drauf. Ja, du kannst eigentlich gleich düngen, ne? Kannst du gleich mal machen. Das ist unsere Fläche hier, ne? Lebensfläche. Schikram, das dauert immer ewig, bis hier eine Fläche sind. Bis hier übermorgen zur Rande. Da ist noch ein Dünger drinnen, ne? Ja, komm dann. Abflug. Kann der eben Sorghum hier sein, ob du. Was kostet die Welt? Nix. Ne? Fertig ist. Oh, oh. Fertig ist es fertig. App ist drop. Also Abflug. Kann der dann irgendwie zwischen. Ihm ist immer beide. Sehr ehrlich, wir haben auch eine riesige Weide. Ne? Wie kommen die denn von der Seite auf die Seite? Warte mal. Wer sitzt sich hier heute kacke oder was ist hier los? Ohne Stoff gehen, ne? Motorhaube wieder drauf bauen. ehrlich, ganz ehrlich. So ist das denn, Leben, ne? Irgendwas ist immer. Gestern habe ich auch die IACs geupdatet. Was ist das Ende von Lied? Ich bin gar nicht mehr auf den Server gekommen. Gut, dass die Tino so liegen, Alter. Muss ich jetzt mal wieder zurückpatchen. Ich will mich auf verlorene People, ne? Dieser Verkehr, ne? Der geht mir so was von auf den Zimmer, ne? Los da Lankos! Jo! Wir müssen so. Der Feld 51, wo ist halt da ganz hinten irgendwo, ne? Ja, das ist nicht unser Fleck, ne? Nee. Hey, jetzt schnuppen. Nee. Wird wieder so warm, ne? Schickram, Schickram. Aber morgen schon Rasen gemäht, ne? Im letzten Kraftstoff, die hat dumm. Schon direkt einen Schickerhaken heute hinter gemacht, ne? Das ist ja der Weg, das. Weil wegen ist es hier Pfingsten, ne? Vorgarten hatte ich ja letztes Wochenende erst gemäht, brauchte ich nicht. Das war nicht gut. Rasen habe ich noch gemäht, ne? Aber auch diesmal zum Glück nicht ganz so viel wie sonst.
habt ihr irgend so ein Gemüse in Rasen, das sieht aus wie Löwenzahn. Aber das ist kein Löwenzahn. Da kann ich alle ausstecken, die Köcke da hinten. Das ist eben Hundewiese auf Deutsch gesagt. Von daher ist das nicht so schlimm. Apfelbaum, Zierkirsche und Hundewiese. Was anderes ist das in deinem Haus heraus nicht mehr. Ne? Aber mein Fichtteich ist immer noch glasklar, obwohl die Algen schon wieder. Kasalame. Entschuldigung, Kollege. Ja, ich habe kein Frontgewicht dran. Tut mir leid. Das ist wohl so ein Leben. Ein paar Arty People. Sind denn eh. Hafer? Sorghum war doch neben Raps, ne? Ja, ja. Sorghum war neben Rubbity Raps, abgeerntete Fläche. Da müssen wir auch noch kalken, ne? Läuft hier der Laden nicht? Jetzt kann ich mir wieder plögen, oder was? Oh, oh, oh. Pass mal nicht auf, wo der hinfließt. Hier ist unsere Rapsfläche. Oder muss ich sagen, dass wir doch hier. Kommen wir gar nicht auf die Fläche weg. Hier müssen wir wieder. Warte mal eben an. Und der Rat ist ja cool, ne? Aber manchmal weiß ich ja auch nicht. Nee, Schorf. CP-Kurs generieren. 51 ist er, ne? Ja. Naja, und ne. Feld 51. Richtig? Richtig. Nur speichern, aktivieren. Düngen. 42 Meter. So, du machst hier weiter. Danke. Wir müssen hier hin. Oh, genau, das falsche Feld gefahren. Schick. Ja, den Wagen können wir doch dahinter abkuppeln. Den brauchen wir gerade nicht. Eigentlich brauchen wir den schon, aber den haben wir gerade nicht übel. Ball schön in den Weg gelegt. So ein Glücksspiel, den Drescher abtanken, ne? Sagen wir, wie es ist. Oh, ist auch tot. Der Herr, den Bräuche. Ordentlich. Der räuchert ordentlich. Er hat den eben fix mit zu Weg gestellt, dass wir den irgendwie wieder an Stissel kriegen, ne? Sehen wir mal weiter, was der Laden hier so bringt, ne? Sieht einer was? Guck mal eben. Kann ich da rinfahren so? Ich sehe gar nichts. Außer Presse. Ich sehe alles, aber nicht das, was ich sehen will, ne? So, das haben wir. Das läuft. Ja, Premium 5000, ne? Sag ich ja immer wieder. Wollen wir ihm an? I don't know, wer meine Motorhaube ist. Ich hab keinen Plan. Configuration. Siehst du? Keine Motorhaube drauf. Ne, wir wollen den wieder.
Kannst du auch Fronthydraulik jetzt? Jo, das habe ich mir gebraucht. Konfigurieren. Ja, danke. Premium, aber Motorarbeit immer noch nicht, ne? Das machen wir später. Er düngt, er ist fertig. Nämlich Schneidwerkswagen holen. Sind mir nämlich die Kopfhörer so leise oder die Töne so laut? Ich höre gar nichts. Mit dem Volvo! Wir müssen ja da hinten hin, ist glaube ich die Feldausfahrt, ne? Sag mal. Wie schief gewickelt oder was? War hier nicht eine Feldausfahrt? Da ist sie doch. So, ne? Wird die denn so im Busch geschoben? Hier geht gar nichts schief. Wie läuft der Laden? Jetzt sag ich dir. Siehst du? Wie geschnitten, Bro. Hutzi futzi. Für jedes Gerät, für jeden Anhänger und jedes Gerät ist ein Fahrzeug da. Und wenn der Radlader nur für den Schneidwegs war, ist halt so ein Leben, ne? Dum di dum di dum di dum dum di dum di dum di dum. Stellen wir den Schneidwegswagen da eben hin, dann kann der Dreschkasten da nämlich gleich dran. Kann der umgefahren werden. Und dann sind wir hier schickifani vor. Oh, Balle im Weg. Noch mehr Balle im Weg. Wollen wir die da eben beiseite, dann ist ja kein Problem für uns. Wir sind ja nicht Profis, vor allem sehe ich ja so viel. Auch nicht. Das war keine coole Idee, so siehst du es ein bisschen was. War nicht so eine coole Idee mit einem Radlader, wa? Und die ist hier gut aufgepiekt. Wie willst du denn die laden? Das wird very interesting. Das zeigt euch. Wenn die alle so gut drauf gehen, dann Prost Mahlzeit. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Schwierig. Schwierig, sage ich euch. Schwierig. Wahrscheinlich rutscht die Bude da auch gleich voll durch die Gegend. Schäme ich wie der erste Mensch, ne? Das ist halt so. Ich sehe auch so viel. Ich gar nicht. Guck mal, es passt nämlich schon wieder nicht. Ey, kannst du vergessen sein. Guck mal, siehst du an? Nix. Toll. Du gar nicht auf den Wagen sind.
Wollte die Pike mitnehmen, wie ich es. Nee, das kannst du vergessen. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Nee, dann lass mal. Du kannst am Hof noch mit rumtütern, aber sonst ist das Müll. Sagen wir, wie es ist. Wir müssen zum Mähdrescher. Chikra. Ganze Plan. Oh, ich sehe gar nichts heute. Kannst du vergessen, will? Die, oh, da ist die Schnurfixung. So, langsam, ne? Vielleicht treffen wir. Vielleicht auch nicht. Wir müssen eigentlich treffen, ich sehe gar nichts. Mann, 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 ey. Das ist ja gerade der Malheur hier, wa? Schnell weg und drup, ja. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken gesehen, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.